Willkommen zu einer neuen Folge von Diese Woche in Destiny. In diesem Format schauen wir uns gemeinsam an, was die Händler so für Gorjol Waffen bzw. Rüstung dabei haben, was es im Everversum Neues gibt, aber natürlich auch, was wir in dieser Woche für Aktivitäten haben, was es Neues gibt rund um die Missionen auch. Und hier dürfen wir gespannt sein, was diese Woche auch liefert. Bevor wir aber in die News einsteigen, einige kurze Worte zu meinem Werbepartner Aoya.com. Dort könnt ihr nämlich bis zu 50% günstiger Silber für Steam kaufen. Und wenn ihr den Code Ilias verwendet, dann bekommt ihr noch einmal 3% Rabatt dazu. Diese Woche ist es endlich soweit. Bungie hat uns die Abschlussmission für die Season 15 veröffentlicht und ich muss sagen, das war eine verdammt gute Abschlussmission. Ich bin noch immer ganz erstaunt, dass Bungie ein so großes Areal nur für die letzte Mission gebaut hat, die man ja nur einmal spielen wird. Oder kommt da vielleicht sogar noch mehr, also nicht unbedingt in dieser Season, aber in der nächsten oder in irgendeiner anderen, dass man das nochmal wiederverwertet sozusagen? Ich weiß ja nicht, aber wenn ihr die letzte Mission noch nicht gespielt habt, dann macht es unbedingt. Ihr müsst dazu zunächst zum Wegfinder-Kompass im Helm gehen und die Mission aufsammeln. Anschließend könnt ihr per Matchmaking in der träumenden Stadt die Aktivität Exorzismus starten. Und dann würde ich sagen, auch schon viel Spaß dabei. Bevor wir uns in den wöchentlichen Rotationen anschauen, noch der Hinweis, dass wir uns in der letzten Woche der Season 15 befinden. Am nächsten Dienstag, den 22.02. startet Witch Queen und dementsprechend werden alle saisonalen Inhalte des letzten Jahres verschwinden. Im Zusammenhang damit natürlich auch die Triumphe und die Möglichkeit, die Titel wie zum Beispiel den Triumphmomente 2021 Titel zu erwerben. Von dem her, wenn ihr hier noch etwas zu erledigen habt, dann macht es noch diese Tage, denn ab nächste Woche Dienstag wird es nicht mehr möglich sein. Nun aber weiter im Kontext mit den Rotationen in den Playlists. Die Rotation der Dämmerungsstrikes geht mit dem Strike See der Schatten weiter. Die Modifikationen für Spitzenreiter sind hier Epitaph, Überladung und unaufhaltsame Champions, Abtreibung, Passgenau und Grasp Gallenflüssigkeit. Die zwei Waffen, die wir diese Woche bekommen können, das sind einmal das Scoutgewehr Uneinigkeit und der Raketenwerfer der Hitzkopf. Gerade Hitzkopf ist ein sehr, sehr starker Raketenwerfer, der nächste Season auch nochmal einen Buff bekommt. Und Uneinigkeit ist auch ein Top-Scout-Gewehr, das heißt, ihr könnt euch hier gut eindecken, vor allen Dingen, weil See der Schatten ja einfach, ja, einfacher zum Farmen ist. Der rotierende Modus im Schmelztiegel ist diese Woche Dynamikkontrolle und wir haben zusätzliche Rangpunkte im Schmelztiegel, was sich ganz gut trifft, weil wir auch diese Woche das letzte Eisenbanner aktiv haben. Hier haben wir also nochmal die Möglichkeit, Beutezüge für die nächste Season zu farmen oder auch eben die Tokens mitzunehmen. Beziehungsweise, was vielleicht auch einige von euch machen möchten, einige der Eisenbanner-Waffen werden ja verschwinden. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit, diese nochmal zu farmen. Von dem her, wenn ihr nicht drin wart, macht es, es lohnt sich, gerade auch wegen den Beutezügen und den Waffen. Im Raid Gläserne Kammer ist die Herausforderung Wart's Up aktiv. Hier dürft ihr während des ersten Encounters die Wyvern erst töten, wenn diese beginnen, sich am Konflux zu opfern. Als Belohnung erhaltet ihr im Challenge Mode die Waffe Vision der Confluence als zeitverirrte Version. Im zersplitterten Reich ist Ruinen des Zorns heute aktiv, aber generell ist das zersplitterte Reich ja nun in einer täglichen Rotation und wenn ihr die Anker sucht, die gibt es gerade auf dem Mond. In der Stralos-Richtung haben wir den Boss Krutix, das ist der Boss, der hier mehrere Kopien von sich macht, der uns alle eigentlich die ganze Zeit schon nervt. Für Spitzenausrüstung sind auf Europa diese Woche die Imperiumjagd, der Technokrat und die Simulation Schutz aktiv. In der 6-Spieler-Aktivität Mutproben der Ewigkeit habt ihr in der ersten Runde Schar, in der zweiten Runde Gefallene und zum Schluss den Valus Tauruk aktiv, also wenn wir das Ganze auf Legendär spielen. Zukünftig werde ich für die Mutproben auch immer eine Excel-Liste mit den Rotationen bzw. dem Lootpool mit einfügen, die ist jetzt schon in der Beschreibung mit drin und ihr seht auch im Hintergrund alle Waffen und Rüstungen, die man sich diese Woche in den Mutproben erspielen kann. Es sind 2 Rüstungssets diese Woche und eben einige Waffen, die im Lootpool hier drin sind. Wie immer werde ich euch aber auch ein Dokument verlinken, auf dem ihr sehen könnt, welche verlorenen Sektoren täglich aktiv sind. Das Dokument, wie immer von Fallout Plays. Lasst doch auch ihm gerne ein Abo da oder schaut mal auf seinem Kanal vorbei. Macht top YouTube-Videos, ist ein richtig cooler Typ. Kommen wir zu den Waffen- und Rüstungsrolls, die zu empfehlen sind. Und hier kann ich gleich mal sagen, da gibt's nichts. Es gibt weder Waffen noch Rüstungsrolls, die gut sind. Nicht mal ein bisschen gut. Von dem her können wir uns diesen Punkt hier sparen. Aber wie jede Woche ist auch das Everversum natürlich diese Woche wieder mit neuen und alten Cosmetics ausgestattet, die wir uns jetzt mit Glanzstaub erwerben können.
Welche das sind, möchte ich euch einmal im Hintergrundvideo zeigen. Und das war es auch schon mit dem Weekly Reset von mir. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr Anmerkungen oder Ideen habt, dann lasst es mir doch gerne in den Kommentaren da. Werde ich gerne dann aufnehmen in die nächsten Videos. Bis zum nächsten Mal, euer Ilias. Ciao.